Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Heidenheim. Die spielen eine sehr gute Saison. Genau, da müssen wir auf jeden Fall höllisch aufpassen. Und Startformation zeige ich euch jetzt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein, gucken natürlich nochmal den Vorbericht an. Ja, spielen relativ offensiv und Boadu ist in Heidenheim. Auf geht's. So, let's go. Rein ins Spiel. Wir wollen natürlich weiter ungeschlagen bleiben. Aber Heidenheim dürfen wir definitiv nicht unterschätzen. Die haben krassen oder spielen eine krasse Saison bis jetzt. Die haben die. Mokoko probiert es einfach mal aus der Distanz. Warum nicht? Oh, Vorsicht, wir kriegen den Ball nicht weg. Meier ist aber da. Also wie gesagt, die stehen da zurecht oben. Meier am Nachfassen. Kaminski jetzt. Stark von Kaminski. Flanke. Nee. Emery, Nachschuss. Erster Torschuss auf das Tor. Und das müsste jetzt eigentlich das 1:0 sein. Wobei, ein Innenverteidiger ist da noch, Güler. Ja, müsste das 1:0 sein. Also Heidenheim, enorm gutes Spiel bis jetzt, aber stehen halt relativ auch hoch. Und das sieht man, Güler hier mit dem 1:0 ist auch okay. Wobei Heidenheim hatte eigentlich mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, aber stehen halt relativ hoch, sehr, sehr risikoreich. Und das ist das 1:0 für Güler. Beziehungsweise von Güler. Oh, ist gut gespielt. Jung probiert auf Petit in der Mitte. Wäre oder ist keiner. Tom Kraus holt sich den gut. Und nochmal gute Aktion. Güler jetzt sogar auch mit der Standardsituation, aber Eckbälle sind wir halt nicht gut. Und da ist Kaminski. Ja, damit gehen wir in die Führung. 1:0 führen wir. Knappes Ding. Oh, wunderbarer, guter Ball. Oh, jetzt haben wir da mal ein bisschen nicht gut aufgepasst. Erste gute Aktion von Heidenheim. Jung, ah, die Flanke ist nicht gut. Ferreira probiert, aber gar nicht so schlecht. Und das müsste jetzt eigentlich das... Ne, nicht 2:0. Gute Aktion wieder von Colombo, aber der mit dem Abschluss halt ein bisschen Pech hat, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Also Heidenheim hier mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz auch, glaube ich. Also relativ deutlich auch mehr. Von uns kommt jetzt relativ nicht mehr so ganz so viel. Und jetzt nochmal der Angriff. Aber Dimondi kann da blocken. Letzte Aktion. Wie gesagt, also Heidenheim sehr, sehr ballsicher alles. Und mit dem 1:1, das gibt's nicht. Es ist verdient. Es ist aber wirklich verdient. 1:1, das hat sich Heidenheim einfach erarbeitet. Und Boadu trifft, ne? Glaube ich. Ich glaube, es ist Boadu. Nee, doch ja. 1:1, das geht in Ordnung. Wir sind einfach zu passiv gewesen. Wobei, es gibt jetzt hier nochmal... Nee. Also offensiv einfach zu haben, das eine Tor hat nicht gereicht. Unsere Defensive hat uns diesmal nicht den Sieg gebracht. Ja, und das hat sich Heidenheim definitiv verdient. Die spielen eine wahnsinnige Saison bis jetzt und stehen da völlig zurecht so weit oben. So, jetzt geht's gegen Ajax Amsterdam. Hier haben wir noch einmal zwei Spielernachrichten. Bedanken sich für die Einsätze und alles. Genau, jetzt geht's in der Champions League weiter. Das letzte Hinrundenspiel der Gruppe. Ajax bis jetzt noch ungeschlagen. Zwei Unentschieden jeweils gegen Aston Villa und Brügge. Also,
Ja, sollten wir ein bisschen aufpassen. Das hier wird auf jeden Fall die Startformation sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein. Vorbericht gibt es natürlich auch nochmal hier. Bergwijn und Fernandes sind sehr, sehr gut drauf bei Ajax. Auf die sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Let's go. So, let's go. Gehen wir es an. Wir auswärts, Ajax in ihrem Heimspiel, natürlich in dem Heimtrikot. Auf geht's. Und jetzt Mattel. Sieht, dass Moukoko da rein startet. Kopfball. Erste gute Aktion. 17. Minute. Mit Efe kommt er jetzt rein. Nee. Beide. Peters probiert es. Abgefälscht. Gibt doch mal einen Eckball, oder? Nee, gibt nur Abstoß, hä? Und jetzt ist... Oh, Peters rettet da. Also Ajax hier einen Tick besser. Wobei, kaum sage ich es, kommt die Kontersituation. Moukoko, das sind seine Aktionen, die er liebt. Moukoko. Moukoko. 1-0. Ja, da ist er einfach nicht vom Ball zu trennen. Kaum lobe ich Ajax, kommt da auch schon wieder das Gegentor. Und ja, wir brauchen nicht viel, gerade Moukoko nicht. 1-0. Spielt eine überragende Saison mal wieder. Güler bereitet wieder vor. Scheint zu passen. Da Güler hat sich da auch ein bisschen im ZOM jetzt festgespielt. 1-0. Oh, was? Beinahe durchgekommen da Moukoko nochmal. Aber dieses 1-0 ist knapp, ja, mal wieder. Aber es geht in Ordnung. Wir waren zielstrebiger und der Gegner hat mal wieder wenig Torchancen gegen unsere Abwehr. Ajax jetzt hier deutlich besser. Bergwijn gegen Ferreira gibt ja eine gelbe Karte, oder? Das ist ganz brutal, sah das jetzt nicht aus. Versucht er noch zum Ball zu kommen. Gelb, ja. Und ein gefährlicher Freistoß. Peters ist aber da und da ist jetzt Ferreira. Ist das nicht abseits? Und das ist es 1-1. Ja, also da sahen wir defensiv nicht gut aus. Roch aber auch irgendwie nach Abseits. Ich habe ein bisschen noch auf Abseits spekuliert. Aber Bergwijn bringt Ajax hier aus dem Nichts im Spiel zurück, muss man schon so sagen. Da kam halt auch nicht viel jetzt von uns. Und Tom Kraus mit dem ersten Abschluss in der zweiten Hälfte. Sagt halt auch viel aus. Der Einzige, der hier noch gute Leistung bringt, ist... Oh, und dann haben wir so einen heftigen Pech, ey. Und Bartasic probiert es weiter. Oh Gott. Was für eine Riesenparade da. Also Jung spielt hier eine richtig gute... Also einen richtig guten Ball. In Recife probiere ich es mal. Diaz. Peters probiert es aus der Distanz. Das ist ein Traumtor. 1-2. Wir sind wieder für früh. In Führung meine ich. Was für ein Traumtor von Peters. Krass. Ja, absolutes Traumtor von unserem jungen Innenverteidiger, 16 Jahre alt. Ja, aber Ajax gibt sich da noch nicht auf. Wie gesagt, zwei Unentschieden noch ungeschlagen in der Gruppenphase. Das wollen sie gerne auch so beibehalten. Wobei, die bräuchten halt schon eigentlich 3 Punkte. Oh mein Gott. Colombo. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Peters. Geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich. Aber es sollte es eigentlich gewesen sein.
Ja, Spieler des Spiels würde mich mal interessieren. Ist vielleicht Peters. Vielleicht aber auch Jung. Er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Nicht nur wegen seinem Tor. Beinahe nochmal eine Riesenchance. Und das ist der nächste Sieg. Gehen ohne Punktverlust durch die Hinrunde der Gruppenphase. Rückrunde ist dann gegen Ajax, ich glaube, im relativ zeitnah auch. Ich glaube, sogar in 2 Wochen. So, das war's mit dieser Folge. Dieses 1:1 gegen Heidenheim hat bewirkt, dass wir ja weiter Dritter bleiben. Dortmund jetzt Erster. Leverkusen holt sich, glaube ich, die 2. Niederlage in Folge ab. Muss man mal kurz gucken. Ja, genau, gegen Dortmund und gegen uns verloren. Die rutschen also jetzt von Platz 1 auf Platz 2. Wir sind jetzt weiter immer noch Dritter. Augsburg spielt eine gute Saison. Heidenheim, wie gesagt, auch. Wir spielen als nächstes gegen Bayern. Ich glaube sogar in München. Und Leipzig ist Letzter, Leute. Oh, geil. Also, da kann man nichts zu sagen. Genau. Dritter gegen Zehnter. Die spielen zu Hause gegen München. Dann schaltet gerne wieder mit ein. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Haut rein.